Mahlzeit, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lone Wolf Orbex TV. Ist diesmal ein bisschen was Spezielles. Wir sind in Holland am Atlantikwall und gucken uns jetzt hier mal die Bunkeranlagen an. Ihr seid natürlich dabei. Ich mache die Anmoderation hier im Auto. Also, Devin ist auch mit dabei. Mahlzeit. Weil draußen ist wirklich der Sturm des Jahrhunderts. Ich werde eigentlich Drohne fliegen, das kann ich glaube ich vergessen. Ja, wie gesagt, Devin, der ist mit dabei. Wir werden jetzt unsere Tasche packen, also unsere Sachen. Und wir werden mal nach da hinten gehen. Im Hintergrund sieht man es, glaube ich, schon. Da hinten sind die Bunker. Und gucken mal, wie viele Bunker es sind, wofür sie da waren, ob wir Informationen finden und ob wir da reinkommen. Bis gleich. So, also ich hoffe, dass man mich jetzt versteht. Das ist relativ windig. Also wir haben die Bunker vorhin bei der Ankunft schon gesehen. Wir gucken mal, wo der Eingang ist. Hier ist es jetzt relativ windstill. Also ihr könnt es mit dem Ton gehen. Da sind wir noch dabei. Er ist noch in kein Loch gefallen, auch noch nicht gestorben. Ich kann dieses Schild nicht lesen. Zuerst gab es riesengroße Kanonen. Kannst du irgendetwas davon lesen? Wir sind hier. Gucke da. Und das sind alles unsere Bunker. Da hinten ist aber Bunker. Ich hatte eigentlich nur vorgeschlagen, die ersten hier vorne. Die ersten sieben? Ja. Gucke, Bunkerrute. Es ist kalt. Sau kalt und sau windig. Schade, dass es hier nicht so eine Devcat für die Leria gibt. Das ist auch schön. Na? Hier? Ja. Guckt euch das an. Jetzt haben wir sehr viele Bunker. Das ist ein Bunker. Das ist einfach. Wir laufen oben lang, also hier an der Seite. Vielleicht kommt der Lärm nicht drauf. Hä? Weiß ich nicht, mal gucken. Oh, da unten ist ein Eingang. Den wir aber nicht reinkommen. Schade. Kommt immer auf den Abschnitt drauf an. Es gibt auch Abschnitte, die wurden nur durch diese Bunker befestigt. Und wir haben kein Licht. Das Licht im Auto. Das war auch der Haupteingang da vorne. So, wir gucken mal, ob wir hier mit irgendwie. Es ist nicht wichtig hier noch. Ja, ich sehe hier gar nichts. Es ist echt zu dunkel. Ich denke mal, Kommando-Bunker. Also, es war eh nur so ein Flak-Teil. Also, du bist früher hier reingekommen, da lang, wo jetzt zu ist. Kann ich mir nicht denken. Tja. Ach, komm, jetzt sind wir hier. Also, da ist man früher reingekommen. Und hier vorne stand dann. Ja, hier ist er noch. Guck, hier ist der Drehteller. Hier stand früher so ein riesengroßes Geschütz. Also ich, 20, 30 cm Geschütz, das war drehbar, also so schwenkbar in... Da war das Ganze gemauert oder nicht? Was? Nee, das Mauerte, das musst du dir wegnehmen. Das haben die erst im Nachhinein reingebaut, damit hier eigentlich keiner reintrampelt. Hat schon gut geklappt. So, ich bin jetzt extra nochmal nach vorne gesprintet, um eine Lampe aus dem Auto zu holen. Es ist weiterhin tierisch windig. Hier zwischen den Dünen am Atlantik. Der Atlantik dürfte da hinten sein. Zumindest nach Ausrichtung der Bunker halber. Und wir gucken uns jetzt Bunker 2 an. Ja, mach schneller. Ach komm, das ist nur verschüttet. Man würde theoretisch reinkommen. Das ist, denke ich mal, so mehr in der Richtung Tropenbunker. Ist auch nicht so stark gepanzert, ist aus Backstein gebaut. Ich denke mal Tropenunterkunft. 100%ig, das auch.
Weil es macht keinen Sinn, einen geschützten Bunker Landesinnere zu bauen. Weil das steht definitiv Landesinnere. Hinten sieht man leider nicht mehr viel. Ist alles verschüttet. Und ich will eigentlich vermeiden, da jetzt reinzukrabbeln. Wir gucken mal, ob wir einen anderen Eingang. Hier drinnen sieht man auch nicht mehr viel. Weil 90% leider schon hier verschüttet sind. Die Bunker verfallen auch langsam. Aber scheint noch hinten einen Teil zu geben. Siehst du das? Tja, leider sind die Bunker alle schon fast zu. Wir gehen auch trotzdem noch mal drum herum gucken. Der nächste Bunker, der jetzt könnte auch ein Kommandobunker sein. Das ist ein Kommando- und Beobachtungsbunker, sieht man an diesen kleinen Schlitzen, die sich da so befinden, weil da passt keine Kanone drin. Oder ein Artillerie-Schütz, meistens sind es MG-Stände oder wie gesagt Beobachtungsbunker. Wir gehen einfach mal Devin hinterher. Ach ja. So. Das ist noch wieder rein, theoretisch. Wow, gut. Kommen wir auch rein, siehst du? Ja. Ja. Halt mal. Devin geht voran. War gut, dass ich den Sitzbezug mit habe. Ja. Warte, ich guck auf Mini. Jo. Jetzt Kraut in meinem Klettern. Ich habe mich ja schon mehrmals gepackt. Überall dieser ekelhafte Sand. Auch wir kommen gut voran. Wir betreten jetzt den Bunker. Hui, schick. Herzlich willkommen in einem Flakbunker. Runtergehen. Es gibt keine Treppe mehr. Wir würden voraussichtlich nicht wieder hochkommen. So, wir verlassen den obersten Gefechtsstand. Und? Was? Kletten! Da hinten im Gebüsch. Atlantikwall halt. Aber hier drinnen waren auch übrigens Truppenunterkünfte, sieht man an diesem Schornstein, damit man es da drinnen warm machen konnte und heizen konnte. Und das waren sicherlich Belüftungsöfen, hundertprozentig. Meine Haare fliegen schon wieder rum, das sieht ja nicht. Aber dafür geht der Wind, glaube ich, einigermaßen. Das ist ein Pfeiler. So, ich liege jetzt im Beobachtungsschlitz eines der Bunker und ich muss sagen, es ist erstens so nicht gewollt von den Erbauern dieses Teils und zweitens sieht man hier auch nicht sehr viel. Ich vermute, es war eine MG-Stellung. Oben wurde beobachtet, hier unten wurde mit einem MG geschossen. Weil es bringt nichts hier unten zu beobachten, man sieht nichts. Nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Ich versuche jetzt hier runter zu kommen. Wir gucken uns den nächsten Bunker an auf unserer Tour. Ich mache es mal ein bisschen weiter weg, damit ihr nicht meine riesen Fresse seht. Und ja. Ja, dann geht's mal weiter zum nächsten Bunker. Auf den Spuren der Deutschen in Holland. Das ist ja nicht so die Geschichte der Deutschen, die man jetzt so hätte toll finden müssen, aber es ist halt deutsche Geschichte. Und eines meiner Lieblingsthemen. Es ist offen. Das ist wieder der erste.
Das ist jetzt genau das gleiche Kaliber wie der erste Bunker. Also diesmal habe ich ein bisschen mehr Licht. Also man muss sich das so vorstellen, man kam von hier drüben rein. Ich glaube, mir hat das voll gefallen. Hier, wo zugemauert war, hier links und rechts war noch ein bisschen ja, Unterkünfte, Munitionslager, sowas. Und hier vorne stand so ein riesen Geschütz. Irgendwas in 30, 40 Zentimeter, so eine riesen Teile, womit die dann auf die Schiffe auf dem Atlantik geschossen haben, von hier aus, und versucht haben, die zu versenken. Die gleichen Bunkermodelle, zusammen mit noch ein bisschen mehr Befestigung, stehen ja in Frankreich an der Atlantikküste. Der eigentliche Atlantik, weil das hier ist ja nur noch so ein Ausläufer, weil Holland war jetzt nicht so das Angriffsziel der Deutschen, nicht wirklich. Also, der Deutschen schon, der Alliierten. Die sind ja bekanntlicherweise in Frankreich rübergekommen, das ist nicht der Atlantik, das ist der Meeresenge von Gibraltar, was auch nicht. Ärmelkanal, sorry. Gut, wie gesagt, das sind aber fast baugleiche Bunker hier, wie die dort. Und da wir jetzt einmal hier waren, haben wir uns gedacht, gucken wir uns die an. Ich muss sagen, die Decke ist auch geil. Mit dem Stahl hier, die riesen Ösen. Hier dieser fette Fuß. Naja, das könnte sich dann so schwenken und so schwenken. Das ist zwar nicht viel, aber auf der Länge der Distanz macht das mehrere Kilometer, was das hier schwenken könnte. Ja, und es steht nach 70 Jahren noch. Also, da soll man einer sagen, wir können keinen Bunker bauen. So, wir kommen jetzt an einem Punkt der Anlage, der einfach nur ein Betonklotz ist. Hinter mir. Und zwar stand auf diesem Betonklotz, man sieht es an diesem gigantischen Schrauben, eine Flak. Kalibermäßig 8,8 war ein Tack. Keine Ahnung, irgendwas in der 10 mm, 100%. Kannst du aber das Gewinde noch sehen? Ja, hier stand eine Flak. Um die Flugzeuge abzuwehren, die ja versuchen zu bombardieren. Da kommt ein riesiger Hund, der guckt mich ganz gruselig an. Hier ist ein etwas windgeschütztes Teil. Also in diesen Bunker kommen wir nicht rein. Ich vermute, das ist wieder ein Truppenbunker. Alle Eingänge sind verschüttet. Unterm Erdboden. Genauso wird es da drinnen auch aussehen. Die werden den sicherlich aufgefüllt haben. Bunker Nummer 6 ist ebenfalls ein Lackbunker. Also so ein Geschützbunker. Ja. Sieht wesentlich schicker aus, würde ich sagen. Da ging es definitiv mal runter. Es gibt hundertprozentig noch mindestens 2 Etagen nach unten. Licht, bitte. Licht, danke. Das Licht ist nicht mehr das Beste. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Es wird sicherlich aussehen wie jeder andere Boot auch. Stopp, ein Haken voll. Wow. Mal keine Schmierereien drin. Also, ja. Ja, ja, komm. Joshua sagt was anderes. Joshua sagt was anderes. Oh, hier ist ein Rohr. Die Lüftung. Ich sag, eine Gefängniszelle. Es ist natürlich, man muss sich das mal ein bisschen vorstellen, wenn die Leute hier drinnen saßen, draußen explodierten Granaten und alles sowas und man saß hier in diesem Betonding. Da ging es definitiv mal runter. Wie schlimm das eigentlich für die Menschen war, weißt du? Schlimm, habe ich gesagt. Hi. Ich wurde von einem Pool angegriffen. Nee, Bunker Nummer 7 war wieder eine Flakstellung, siehst du? Da. Das war tiefer gesetzt. Tieferlichter Flakbunker. Also, eine Flakstellung war das. Das heißt, glaube ich, eine Stellung. Da stand die Flak. Da ist man reingekommen. Ja, und dann könnte die sich halt um 360 Grad drehen und Flugzeuge abwehren. Die hier versucht haben, Bomben abzuwerfen. Und eventuell die Bunkerstellung hätten wir nicht.